Einen wunderschönen, meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares 2. Im letzten Teil haben wir das Cape von Q gefunden. Und diese Sicherung hier, die wir jetzt einsetzen werden. Und dann geht die Gaudi hier mal weiter. Mal aufbraten. So. Links waren wir, glaube ich. Waren wir links? Da fehlt, genau, da fehlt die eine Sicherung. Das heißt, liegt hier. Die ballern wir dann gleich da rein. Weil hier brauchen wir ja zwei Sicherungen. Sprich, bringen uns nichts mit das Teil. So. Komm, Q. Irgendjemand hat geschrieben in die Kommentare, dass ich schon recht weit bin. Wir spielen noch nicht so lange. Ich hoffe, dass wir das nicht bald durch haben. Aber dann wäre es erheblich kürzer als der erste Teil. Wir werden sehen. Oh, da fehlt auch wieder eine Sicherung. Oh, das ist... Okay. Stuhl. Und der... dieser Schwamm. Ich weiß nicht, ob ihr Green Mile gesehen habt. Wenn jemand auf dem Stromstuhl sitzt, dann legt man ihm diesen Eimer, diesen nassen Lappen auf den Kopf, weil es den Strom besser leitet. Okay, das ist eine Puppe. Mach doch nicht den hier. Bleibt es auch eine Puppe? Der Raum ist komisch. Hier geht's den Schalter um. Es bleibt keine Puppe. Die versperrt ja auch den Weg. Ach. Das war vorhersehbar. Nein! Oh, wow! Alter, das ist kein Kinderspiel mehr. Wie kann ich da irgendwie... Okay, kann ich mich da hinten verstecken? Ja, das sieht wieder so nach einer Ausweichengeschichte aus. Das Teil rennt auf mich zu und ich muss irgendwie ausweichen, oder? Weiß es nicht. Ah, ja, 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 stimmt. Ich habe eine Taschenlampe. Stimmt, 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 stimmt. Nein! Ah. Okay, aber ja, ja, so geht's. Also ich muss ihn quasi Stück für Stück von dieser Tür weglocken, anleuchten, damit er stehen bleibt. Und dann halt vorbei. Räudig. Richtig räudig. Okay, jetzt komm her. Mehr? Ja, da. Und dann hört er auf, ihn anzuhören. Ich kann das doch nicht steuern. Sobald ich weglaufen muss, macht er ja auch die Taschenlampe weg. Das geht gar nicht anders. Okay, dann muss ich ihn anleuchten, wenn er noch weiter weg ist. Was leuchtet er ihn nicht an? Auch nicht. Dann machen wir das irgendwie, wenn er so in der Mitte vom Raum ist. Das Problem ist, ich leuchte nicht mehr an und er kann mich halt instant schnappen. Weil ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, da bleibt er stecken. Okay, aber das,
Das reicht dann. Also sowas brauche ich nicht nochmal. War lustig, wir haben gelacht, alles cool. Dann ist auch gut. Da stehen sehr viele von denen. Der da vorne, der gefällt mir gar nicht. Es ist halt kein Spiel, was sich irgendwie mit Gegnern erschlägt oder so. Hier und da kommt mal einer. So flackert. Mann, ich kann nicht weg. Ich kann nicht. Ah, das ist nix. Das, nee. Nee. Nee, das mag ich überhaupt nicht. Dann weißt du nicht wohin. Oh Mann, jetzt hört's doch auf mit der Scheiße. Ja, oder? Ey, du kommst da. Du siehst nichts. Diese Taschenlampe lässt sich nicht steuern. Das ist doch Bullshit. Das. Jetzt bin ich auch noch hier. Das heißt, die ersten beiden auch nochmal. Und das mit dem Sliden funktioniert halt auch null, weil ich mit der Taste, wo ich slide, mein kleiner Finger, Shift gedrückt halten muss. Heißt, ich muss von Shift runter auf Steuerung, um zu sliden. Sobald du von Shift runter gehst, hört der aber auf zu laufen und slidet nicht mehr. Das haben sie echt schlau gelöst. Ich weiß nicht, könnte man in der Steuerung schauen, ob es eine andere Taste gibt für Sliden, aber das ist dumm. Okay. Ja, egal, ist jetzt so. Also jetzt hier durchrun. Probiere ich mal, dass man wirklich einfach mit Speed durch. Und dann weiß ich halt auch gar nicht, wohin. Ach so. Mich gar nicht erwischt. Also das mit dem Sliden, wie gesagt, das ist grenzwertig dämlich. Es geht, aber ich muss jetzt quasi mit meiner Hand dann mit dem Daumen... Ey, es muss dir doch auffallen, oder? Als Entwickler. Dass sich das nicht gut spielen lässt, so. Wuff. Okay, 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 okay. Uncool. Uncoole Stelle. Diese Puppen erinnern mich extrem an Silent Hill. Da liegen auch schon wieder so Puppenarme rum. Hey Leute, zieht es jetzt bitte nicht durch, okay? Das war witzig. Aha, wir haben gelacht. Und gut ist. Das müssen wir jetzt nicht beibehalten. Ah, ah Scheiße. Digga, was ist mit dem Spiel los? Ich muss halt gucken, wo wahrscheinlich, wo auf ist. Da ist auf. Hier sind beide auf. Hier auf, auf, auf. Hier ist unten auf. Ach, scheiße. Weg. Aber ja, da wo die Klappen quasi offen sind, da kommen die Hände raus. Ich halt einfach links, rechts. An einer Stelle sind beide offen. Aber da bin ich, glaube ich, also hier, da bin ich schon vorbei, wenn die Hände kommen. Okay, also jetzt hier rüber. Wieder darüber. Wieder. Schau, da sind wieder zwei. Jetzt probieren wir echt mal straight auf der Linie. Vielleicht geht das. Lass mal uns wirklich auf dem Streifen da in der Mitte halten. So mittiger geht nicht. Ja, okay.
Ahnung. Wenn da von beiden Seiten Hände kommen. Keine Ahnung. Ah, hä? Das Säge. Muss ich gar nicht den Gang runter, das kann natürlich sein. Ich hätte jetzt überlegt, dass ich vielleicht irgendwie so einen Puppenarm mitnehmen muss. Da meinen die vielleicht, dass ich einer von ihnen bin oder so. Oder ist wieder so. TV-Boy. Okay. Rein da. Nicht rein da. Nee. Springt da nicht rein, Leute. Springt nicht einfach in irgendwelche Löcher, wo ihr nicht wisst, was drin ist. So, dann nehmen wir... Schade, ich kann den nicht hochheben. Ich dachte, wenn ich jetzt so einen Arm dabei habe, vielleicht, dann meinen die, dass ich einer von denen bin und packen mich nicht. So, Dawn of the Dead Style irgendwie. Die Säge finde ich komisch, ich kann die nicht nehmen. Aber was ist denn das für ein Raum? Was soll das bedeuten? Sind diese Fernsehtypen da irgendwie so Art Collectibles irgendwie, die man sammeln kann? Okay, cool. Ja gut, hier muss ich nicht hin. Ich muss den Flur runter. Keine Ahnung wie. Weiß ich nicht. Also durchrennen ist das Einzige, was mir einfällt. Einfach mit Topspeed da durch und hoffen. Was willst du machen? Ja, mein Gott. Kann so einfach sein, gell? Sheesh. Uhu. Nein, der kriecht ja. Was wird denn dieses Spiel jetzt so schwer? Ja, ich hätte ihn nur anleuchten müssen, schon klar, aber... Kann man doch trotzdem mal einen Gang runterschalten. Schau mal, wie lange der braucht, um sich umzudrehen. Das ist doch, das geht nicht. Unter das Bett sliden. Müssen wir wieder unseren dämlichen Affengriff da machen, dass wir irgendwie unter dieses Bett leiden. Pass auf, ich schaue jetzt nach einer anderen Taste. Einstellungen, Steuerung, Tastaturbelegung, Digga. Ducken, rutschen machen wir jetzt auf... Haben wir irgendwas auf R? Ja, wir machen das jetzt auf R für rutschen. So, bist du sicher? Ich bin absolut sicher. Hau rein. Und dann rutschen wir jetzt mit R, weil das ist mir zu blöd, dass ich mir da jedes Mal meine Hand irgendwie halb brech, dass ich da rutschen kann. Nee, ja, jetzt muss ich ja auch von Laufen runter, damit ich R drücken kann. Ah. Ja. Ich habe keine Ding frei zum Rutschen. Okay, eine Idee habe ich noch. Ja, probieren wir es so. Aber jetzt an der Maus. Ja, ist das nicht, oder? An der Seite, die Seitentaste habe ich jetzt genommen. Die Finger brauche ich alle beim Rennen. Die müssten halt sagen, er ist gerade gerannt. Es zählt noch so 0,2 Sekunden, während man runter aussteuert. Aber das ist wirklich, du gehst von Laufen runter, instant. Bricht der Laufen ab und kann nicht mehr rutschen. Ist nicht schlau. Also vielleicht bin ich auch der Idiot. Also vielleicht kann man das anders machen, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht wie. Das war im ersten Mal nicht anders. Hast du quasi aufgehört zu laufen und du bist trotzdem noch geslidet. Ja, wir kommen jetzt immer easy hier runter, das ist schon mal gut.
Jetzt laufen, 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 den ganz lang anleuchten, laufen, laufen, laufen und slide und kriechen und laufen, 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 laufen und Sprung und hoch. Boah, ja, es kann so einfach sein, wenn die Tastenbelegung nicht so dumm ist. Echt, also. Da bist du in der Dusche. Irgendjemand hat die Seife fallen lassen. Die wir da jetzt auf diesen Knopf werfen. Ja, schön laut, gell? Wirklich. Oh. Jeder weiß, dass ich da bin. Bleib bitte einfach stehen, Alter. Nein, ich muss den bewegen, oder? Er schwant Böses. Ja, der bewegt sich nicht. Brauchen wir. Der bewegt sich nicht. Warum nicht? Ich kann ihn nur da hinten nehmen. Wir Seife oder so? Keine Ahnung. Das ist irgendwie festgeschnitten. Komisch. Keine Ahnung. Ich werfe jetzt mal Seife auf den drauf. Weiß nicht, warum das irgendwas bringen sollte, aber... Das ist wieder so ein kleiner Geheimgang. Was ist denn das? Wieder so ein Junge. Ja, ich glaube echt, das sind so... Ah ja, schau. Errungenschaft freigeschalten, kranke Kinder. Ja, ich glaube echt, das ist irgendwie so... Zum Sammeln. Da gab es im ersten Teil auch irgendwas zum Sammeln. Weiß ich jetzt aber nicht mehr, was das war. So, wir kamen von da oben runter. Da kann ich nicht mehr hin. Kannst du... Ah! Ja, okay, wir müssen das Licht wieder ausmachen, weil dann bewegt sich wahrscheinlich dieser Rollstuhlfahrer. Ja, genau. Es ist Licht an, es ist Licht an. Es ist Licht an. Es ist doch das Licht an. Ich habe doch das Licht angemacht. Schön auf Abstand halten. Wir haben den zu nah ranlassen. Steh auf. Steh auf. Okay, jetzt können wir unser Stühlchen darüber schieben. Und dann können wir, was können wir denn dann? Ach, da ist ein Loch in der Tür. Okay. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Schlüssel, aber ich habe gar keinen Schlüssel. Aber so wird ein Schuh draus. Denn ihr habt? Nein. Boah, es widert mich an. Echt? Ja, da musst du durchrennen, da geht nichts anderes. Okay, geschmeidig am Stromstuhl hier, auch sehr, sehr ekelhaft. Okay, da oben haben wir eine Sicherung. Wir haben eine Sicherung und wir haben einen Ball. Den Ball können wir da reinschmeißen, ich weiß nicht, was das bringt. Ach, für Q.
Okay, was machst du jetzt mit dem Ball? Ach so, kann ich ihr die Sicherung geben? Es geht gar nicht um den Ball. Das heißt aber, dass ich... Kann ich da dann reinspringen oder muss ich wieder zurück? Das tue ich mir nicht an, das sage ich dir. Okay. Ist das eine fiese Tötungsmethode? Oh, Q, bist du ready? Holst du die Sicherung? Super. Steckst du jetzt da rein und löscht mir raus? Wunderbärchen. Das hast du super gemacht, Q. Ganz, ganz toll. So. Wir nehmen unsere Sicherung wieder mit. Denn die wird anders, anderorts benötigt. Und zwar beim Aufzug. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, ja, dass das der Aufzug vielleicht das Ende ist. Ja. Und da dann irgendwo, also nicht ganz hier wegfahren, tschüss, sondern dass wir, Q ist schlau, gell? Nimmt die Sicherung mit. Ärgert, dass ich jetzt wieder zurücklatschen muss. Nee, wir haben das noch nicht durch. Nee. Das glaube ich nicht. Komm, Q. Wir fahren runter. Unten ist nie gut. Unten ist nie gut. Komm, halt mal Händchen, Q. Komm. Okay, ich sehe nichts mehr. Hallo? 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 Oh, ist das... Ja, Taschenlampe spielen. Mag ich gar nicht. Immer nur so einen kleinen Bereich und dir ständig die Frage stellst, was sehe ich nicht? Da Hör gefällt mir auch nicht. Komm, Q. Puppen, Alter. Oh. Also richtigen Boss hatten wir nach der Ding nicht mehr, gell? Das eiskalte Händchen! Oh mein Gott, das ist ein Profi-Karate-Kämpfer! Eiskaltes Händchen hat er Jesse sogar letztes Mal unter in die Kommentare geschrieben, dass er die Adams Family erinnert. Ist der nicht eis? Das war, glaube ich, eiskaltes Händchen, gell? Ei. Warte, kannst du! Zack. Boah, der ist halt echt... bitter schwer zu treffen. Ich muss warten, bis der so in Angriffsstellung geht, wie bei Animal Crossing mit der... Nein! Ist nicht wahr. Kann ich nicht töten, glaube ich. Da muss ich das Rohr benutzen, um die Wand aufzukriegen. Vielleicht. Nee, geht nicht. Und was mache ich denn? Ach. Ah.
Ich habe den zweimal getroffen. Wenn ich den dreimal treffen muss und dann noch eine Hand kommt. Uncool, echt. Das Spiel ist aufgrund dieser dämlichen Tastenbelegung gar nicht dafür ausgelegt, irgendwas zu erschlagen oder sonst irgendwas in dem Spiel. So, jetzt geht er noch, okay? Geht er noch. Kann ich schon erwischen, den Typen? Jetzt kommt gleich die zweite Hand. So, ist die. Die ist jetzt tot. Okay, also. Dreimal treffen, tot. Nee, die sterben nicht. Großartig. Mann, Q macht das Ding jetzt auf. Ich muss mithelfen. Oh, und jetzt rein da, schnell. Oh nee, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Also, es wird ja alles nicht besser. Alter, was? Du Scheiße. Boah, der ist ja auch wieder extrem widerlich. Ist der Doktor das? Mein Gott. Oh, ist der ätzend? Das ist jetzt unser neuer Boss, oder was? Okay. Okay, wir wissen, wer unser neuer Boss ist. Aber an der Stelle beenden wir die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war spannend, auch wenn ich so kurz in einem kleinen 10%igen Rage-Mode war. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Nächsten Mittwoch, nächste Folge. Und morgen spielen wir Planet Coaster auf Twitch. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke jedem für den Support. Special Thanks geht raus an meine Kanalmitglieder. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.